Jetzt gibt's noch einen kleinen Tipp, wie du Flächen ganz schnell mit Farbe füllen kannst. Und zwar ist es ganz egal, ob du eine ganze Ebene mit Farbe füllen möchtest, nur eine Auswahl, ob du einen Text umfärben möchtest oder ob du einfach deine Ebenenmaske auf schwarz oder weiß färben möchtest. Ganz egal. Und zwar wählst du dir einfach eine Farbe aus. Vordergrundfarbe, Hintergrundfarbe. Und wenn du jetzt die Alt-Taste und die Rückschritt-Taste drückst, die Rückschritt-Taste ist die Taste über der Enter-Taste, dann kannst du dein, was auch immer du füllen möchtest, mit der Vordergrundfarbe füllen. Wenn du die Command-Taste und die Rückschritt-Taste drückst, dann füllst du was auch immer mit der Hintergrundfarbe. Also, angenommen, du hast hier eine Auswahl in deiner Ebene und möchtest die jetzt mit Rot füllen, dann nimmst du dir eine rote Farbe in der Vordergrundfarbe, drückst Alt und Rückschritt und dann wird das Ganze mit Rot gefüllt. Wenn du jetzt Command und Rückschritt drückst, dann wird das Ganze mit der Hintergrundfarbe gefüllt. Und das gleiche funktioniert auch für Text. Du wählst einfach deine Textebene aus, drückst Alt und Rückschritt, Vordergrundfarbe oder Command und Rückschritt, Hintergrundfarbe. Ich benutze das ganz gerne bei Ebenenmasken, wenn ich zum Beispiel mich irgendwie mal verzettelt habe und ich möchte jetzt die Ebenenmaske einfach wieder komplett auf Null setzen. Dann je nachdem, ob ich mit Weiß oder mit Schwarz gearbeitet habe, dann drücke ich einmal die Taste D. Dann ist Vorder- und Hintergrundfarbe sowieso wieder auf 100% Schwarz und 100% Weiß gesetzt. Und dann kann ich einfach mit Alt oder Command jeweils meine Maske füllen, so wie ich es brauche.